So, Jungs, heute geht es einfach darum, dass wir für das nächste Spiel die Situation trainieren müssen, wie wir gegen eine gezielte Spielverlagerung des Gegners jetzt handeln. Wir haben immer wieder in Spielsituationen gehabt, wo der Gegner über eine Seite, in dem Fall über die linke Abwehrseite von uns, das Spiel aufbaut. So, dann verschieben wir komplett ballorientiert, Ball nahe und machen das Spielfeld kompakt auf der Seite. Und dann ist der Gegner natürlich dazu gezwungen, das Spiel zu verlagern. Und durch einen Diagonalball im Rücken unserer Abwehr haben wir immer wieder in letztes Spiel die Schwierigkeit gehabt, wie man mit diesen diagonalen Bällen umgeht. Und am Sonntag treffen wir auf einen Gegner, der überwiegend mit Diagonalbällen spielt. Also gehen wir jetzt in der Grundsituation, wo das Spiel hier auf die linke Abwehrseite von uns aufgebaut wird, erstmal mit einer Viererkette. So, das bedeutet für uns, wenn wir erkennen, dass der Gegner das Spiel hier flach aufbaut, dann rücken wir Ball orientiert, dann wird abgesichert, logischerweise, und der Ballnahespieler, in dem Fall Luis, der macht hier Druck auf den ballführenden Spieler. So, und dann wird zu der Situation kommen, dass er sich bedrängt fühlt und erstmal einen Rückpass spielt. So, und dann, was machen wir mit dem Rückpass? Wie handeln wir taktisch gut? Rausrücken. Super, genau. Dann kommt das Kommando von Youssef, dann rücken wir nochmal ein Stück raus. Und dann ist es jetzt entscheidend. Das Signal für uns, dass das Diagonalball kommt, ist es immer, wenn er den Ball annimmt und sich der Ball kurz vorlegt. Und wenn er sich den Ball kurz vorgelegt hat, spekulieren wir nicht, dass der Ball kurz kommt. Meistens haben wir hier zwei Stürmer im Zentrum. Wir spekulieren nicht, dass der Ball kurz kommt, sondern ab dem Moment, wo er sich den Ball vorlegt, kommt das Kommando von Youssef, fallen lassen. Dann lassen wir uns erstmal diagonal nach hinten in die Mitte fallen. Und dann kommt meistens der Diagonalball. Und dann kann man nochmal gestaffelt, geordnet gegen den Ball spielen. So. Wichtig ist erstmal die Tiefe gewinnen und dann aus der Tiefe bzw. auf eine gute Ordnung gegen den Ball spielen. So, zum einen. Und zum anderen ist es auch wichtig, trotzdem, dass der Gegner sofort unter Druck gesetzt wird, dass von den anderen Kettenmitgliedern auch eine diagonale Absicherung gewährleistet wird. Zum einen. So, aber meistens ist es so im Spiel, dass wir auch eine Zweierkette dazu haben. Da muss man gucken, dass wir hier im optimalen Fall am Flügel nach hinten doppeln. Ja? Dann sind sie auch meistens wieder dazu gezwungen, entweder ins 1 gegen 1 nach außen gelenkt zu werden oder das Spiel neu wieder zu verlagern. Und bei jeder Verlagerung handeln wir identisch. Nach dem Rückpass rücken wir wieder alle raus, dann kommt das Kommando von Youssef wieder und dann eine Diagonal, nachdem wir sich vor dem Ball wieder vorgelegt haben, setzen wir uns erstmal wieder ab und gewinnen die Tiefe, und wenn der Diagonalball nochmal auf der anderen Seite erfolgt, rücken wir wieder raus und sichern uns immer gegenseitig ab. So. Nur das Rausrücken ist nicht entscheidend. Schließlich wollen wir ja nicht immer wieder hin und her geschaukelt werden. Wir wollen zum Ball gehen, wir wollen aggressiv gegen den Ball spielen. Also muss man mit Tempo hier so rausrücken, dass man auch im optimalen Fall ihn hier doppelt am Flügel und den Ball sofort erobert. Und was passiert dann, wenn wir den Ball erobert haben? Dann erfolgt eine Anschlussaktion, am meisten erstmal in die Tiefe. Da warten auf jeden Fall mindestens ein Stürmer von uns. So, und das ist das, was wir heute machen. Erstens, Signale zum Diagonalball, wenn er sich den Ball vorlegt. Zweitens, wenn der Diagonalball kommt, erstmal die Tiefe gewinnen. Aus der Tiefe, aus der Ordnung, rausrücken, stellen, gegebenenfalls am Flügel doppeln und im optimalen Fall Balleroberung und Spielfortsetzung. So, dann habt ihr noch Fragen dazu? Ja, eine Frage habe ich noch. Und zwar, wenn die Viererkette sich fallen lässt,
und wir darauf spekulieren, dass der Diagonalball kommt, soll dann nicht der Außenspieler, der ballnahe Spieler oder der zukünftig ballnahe Spieler darauf spekulieren, wohin der Diagonalpass kommt und schon versuchen, den Ball zu erobern? Ja, also in dem Fall ist es immer so, dass wir trotzdem, falls der Ball noch nicht lang kommt, dass wir schon nicht in die weite Wege gehen können. Weil wenn wir in die weite Wege gehen, dann machen wir die Stationen dort zu. Das ist sehr laufintensiv. Und dann haben sie trotzdem die Möglichkeit, kurz zu spielen. Und dann müssen wir wieder aus der Situation rausrücken. Und nach 3-4 Mal geht uns die Kraft weg. Immer erst situativ handeln. Der Ball kann also trotzdem immer wieder mal kurz kommen. Sonst noch eine Frage? Okay, wenn da keine Fragen sind, gehen wir jetzt in die Trainingseinheit und die Viererkette ziehen alle die gelbe Leibchen und dann werden wir erstmal die Situation trocken üben, erstmal komplett geschlossen, da wo die das Spiel hier aufbauen, über eine Seite, dann verschieben wir logischerweise Ball orientiert und dann wird der Ball geprallt und dann schieben wir ein Stück raus und dann provozieren die Verlagerung mit dem Signal, Ball vorlegen, setzen wir uns erstmal in die Tiefe ab, nach hinten in die Mitte und wenn der Diagonalball kommt, dann rücken wir raus und machen Druck. Gut, dann war's.